Typ 2 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen ist eine Erkrankung, deren Ursache fast immer Übergewicht und Adipositas ist. Das Problem ist, dass Insulin dann schlecht wirkt und dadurch die Blutzuckerwerte zu hoch sind. Zu hohe Blutzuckerwerte kann auf lange Sicht bedeuten, dass Herz-Kreislauf und andere Erkrankungen entstehen. Es ist ein deutlich erhöhtes Risiko und die Behandlung ist deshalb vor allem eine Gewichtsabnahme, einen gesünderen Lebensstil, also gesünder essen, Sport treiben und Gewicht abnehmen. Manchmal ist aber auch eine Behandlung mit Medikamenten notwendig. Und davon gibt es mittlerweile 2 zugelassene Medikamente für Jugendliche und Kinder.